Higuain nie wieder für Argentinien, Hasenhüttl hat keinen Bock auf Fortnite und die Eintracht darf nach Lissabon. Das Ende des Tages, mein Name ist Nico. Los! Stürmer Gonzalo Higuain hat seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft offiziell beendet. Das gab er in einem Interview mit Fox Sports am Donnerstag bekannt. Der Stürmer von Chelsea London will mehr Zeit mit seiner Familie in England verbringen und die anhaltende Kritik und der Druck auf ihn, dass er unbedingt einen Titel mit Leo Messi und der Nationalmannschaft gewinnen muss oder soll, ist ihm zu viel geworden. Ganz ehrlich, ist es verständlich, denn die Kritik an Higuain ist schon wirklich hart. Und man muss ganz klar sagen, Pipitas Karriere in der Nationalmannschaft ist so ein bisschen verflucht. WM 2014, wir erinnern uns alle, die große Chance gegen Manuel Neuer, wo der Elfmeter nicht bekommt. Danach 2015, 2016, Copa America Finale. Beides Mal kann Argentinien nicht gewinnen. Und nach der WM 2018, in der Higuain, ja, sind wir ganz ehrlich, furchtbare Leistungen zeigte, stand er in extrem harter Kritik in Argentinien. Jeden Tag werden wir kritisiert und das tut weh. Ich bin zwar nicht überrascht, dass Leo Messi es immer wieder versucht. Er ist ein absoluter Gewinnertyp. Ich schließe keine Türen dauerhaft, aber im Moment denke ich nur an die Zukunft. Ralf Hasenhüttl hasst Fortnite. So kann man die Schlagzeile verpacken, aber es hat er eigentlich so nicht gesagt. Denn alles, was wir wissen, ist, er hat seinen Profis vom FC Southampton mit sofortiger Wirkung WLAN-Verbot im Teamhotel verhängt. Denn die Jungs haben zum Teil bis um 3 Uhr nachts Fortnite gezockt. Und Hasenhüttl vergleicht die Addiction zu Fortnite mit einer Drogensucht. Das ist etwas, wo man aktiv gegen vorgehen muss und das werde ich tun. Ich habe diese Maßnahme auch bei meinem letzten Club durchgesetzt. Wir hatten das Problem, dass Spieler vor einem Match bis 3 Uhr nachts gezockt haben. Das klingt ziemlich genau nach dem, was ein Mann sagen würde, der um 3 Uhr nachts von seinen Spielern bei Fortnite geschlagen wird. Tut mir leid, Ralf, sieh's halt ein. Die Jungs sind besser als du. Da hilft deine verdammte Rustlot-Skin nicht und dein bescheuerter Brush-the-Shoulder-Dance auch nicht. Du bist nicht gut genug in Fortnite. Sorry, Ralf. Gute Nachrichten für alle Eintracht Frankfurt-Fans. Man darf nach Lissabon reisen. Gestern gab es die Verhandlungen mit der UEFA darüber, ob die Fans ausgeschlossen werden, aber nein. Die Eintracht zahlt 50.000 Euro Geldstrafe und dafür kriegt man 3.200 Tickets fürs Auswärtsspiel und ist 3 Jahre auf Bewährung. 3 Jahre ist extrem viel. Wenn man mal bedenkt, dass die Eintracht sich eventuell jetzt regelmäßig qualifizieren würde, würden das um die 20 Spiele sein, in denen sich Eintracht-Fans nichts zu Schulden lassen kommen dürfen. Wir reden von Eintracht-Fans und 20 Spielen. Das wird schwierig. Ein Mann, der sicherlich keine 20 Spiele mehr für die Eintracht auf internationalem Parkett machen dürfte, ist Luka Jovic. Dessen Berater wurde gestern in Madrid gesichtet. Am Donnerstagabend traf sich Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez mit dem Spielerberater Fali Ramadani. Das berichtet die Sportzeitung Marca und die TV-Sendung El Chiringuito übereinstimmend und Fotos belegen den Aufenthalt des Spielerberaters. Der Mann vertritt neben Luka Jovic auch Miralem Pjanic von Juventus Turin und ursprünglich soll es bei dem Treffen eigentlich um den Mittelfeldspieler von Juve gegangen sein, der einer von Zinedine Zidans Wunschkandidaten für das Mittelfeld sein soll. Allerdings soll das ganze Gespräch sich dann mehr oder weniger um Luka Jovic und um die Möglichkeit eines Transfers gedreht haben. Allerdings nichts Konkretes, reines Gespräch. Bisher also kein Grund zur Sorge für Eintracht-Fans. Die Süddeutsche Zeitung beruft sich auf eigene Informationen und sagt, Jerome Boateng und der FC Bayern München werden im kommenden Sommer definitiv getrennte Wege gehen. Jerome Boateng wird laut der SZ den FC Bayern also verlassen. Wie gesagt, die Zeitung nennt keine Quellen, beruft sich nur auf eigene Informationen, sagt allerdings, dass der FC Bayern wohl ein klares Signal an Hummels und Boateng gesendet haben soll und auch die Transfers von Hernandez, Pervert und das Interesse an De Ligt weiterhin als Signal gedeutet werden sollen. Und was Jerome Boateng betrifft, da gab es ja im letzten Sommer hartnäckige Transfergerüchte, dass er zu Paris Saint-Germain gehen sollte. Davon hört man jetzt nichts mehr und klar ist, Boateng hat sich mit den Leistungen in dieser Saison sicherlich nicht in die allerbeste Position für einen Top-Transfer gebracht. Auf der anderen Seite, es wäre nicht das erste Mal, dass man sieht, dass ein Mann, der vielleicht über seinen Zenit hinaus ist, trotzdem noch einen großen Vertrag bekommt. Bastian Schweinsteiger. Und das war's für heute, Freunde. Hier das Q&A von gestern. Hier das Hot Topic zu den Galacticos und Real Madrid. Das war's von mir. Schönes Wochenende.